Freunde, wir haben jetzt noch so 10 Minuten, bis es losgeht. Es wird besser versprochen. Ja. Nee, ehrlich, wir gucken nicht besser aus. Ja. Und es ist heute auch eine kleine Fernsehaufzeichnung, habe ich mir auch aufgenommen, das Ganze von dem Sender Radio Weser TV. Nein, noch nicht. Die Moderatorin ist auch da, sie kommt nachher mit auf die Bühne, die Melanie May, ich freue mich. Also in 10 Minuten geht's los, trinkt alle noch was und es wird lustig. Also wir haben ja ein paar tolle Geschenke heute gekriegt, aber das ist auch was ganz Besonderes. Von den Berliner Fans vielen, vielen Dank für eure, also an euch meine ich, ne? In the Hall of Fame, Uli's Gang, Stars of Fame, perfekt gemacht. Vielen herzlichen Dank an unsere Fans aus Berlin, ihr seid die Größten. Ich habe auch eine tolle Handlotion gekriegt, übrigens von Jürgen in Astra-Format, danke dafür auch. Ich bin richtig traurig. Das ist ein Studio natürlich. Aber ich habe mehrere Handlotionen, 27 Stunden. So, wie gesagt, in knapp 10 Minuten starten wir. Ihr wisst alle, was ich tue. Gewöhnt. Ich mach das mal auf, ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt ein Schieberding haben. Jetzt bin ich gespannt. Sven, du musst ein paar warme Worte sagen. Ich glaube, Norbert wäre zu Tränen gerührt. Norbert, guck mal. Das ist aber auch sehr wahnsinnig, sehr rührend. Kurz mal Ruhe. Jörg ist da. Nein. Absolut sehr rührend, perfekt. Das ist alles, was wir uns gedacht haben. Da sind die Fans aus Berlin, wo sie auch mal herkommen. Großen Aspel, Neumünster, ja, die ganze Republik für Flensburg und München. Vielen herzlichen Dank für die Geschenke. Wir machen eine kurze Rauchpause und dann starten wir. Und dann geht's los, genau. Also ganz vielen Dank, ich bin ganz gerührt. Und Norbert freut sich tierisch. I'm gonna get you on my back.
Hasselhoff. Tschüss, Big Hasselhoff. Tschüss, Mini Hasselhoff. Vielen herzlichen Dank. Du warst perfekt. Bei dir ging das. Nein. Doch, das war gut. Die Technik fliegt noch ein bisschen. Wir warten noch einen Moment. Wir sind immer noch ein bisschen am Arbeiten hier mit der Technik. Ich hoffe, die haben es gleich. Aber Eike, du bist toll. Der beste Schreberdinger Hasselhoff Google, was ich je gesehen habe. Sind wir soweit? Ja, hier, hier. Bisschen mehr, genau. Es fliegt nicht mehr. Es fliegt nicht mehr, das ist der Weg. Weißt du, das Kamerateam hat das losgeholt. Ich warte nur auf das Okay, dann können wir loslegen. Ich hab das Okay. So, Ulis Gang, wer kommt mal kurz zu mir nach vorne? Wer hat ein Mikrofon? Liebe Freunde, wir wohnen ja hier in einer wunderschönen Stadt, und zwar in Schreberding. Wir sind sehr stolz drauf, aber es gibt auch schön. Die sind nicht so schön. Ich war wieder weg gerade, ja? Nee, du bist gerade gestört worden, weil Charlie sich wieder durchgetankt. Ah, okay. Denn Charlie ist eindringender. Und zwar eine von den Stimmen, die nicht so schön sind, wurde mir gerade gesagt von einer Lady, die da hinten sitzt, ist Soltau. Die beschwert sich immer über Soltau, das weiß ich noch. Und ich habe gesagt, Soltau ist ja, ja, ich habe ein Liebeslied geschrieben für unsere Nachbarstadt. Genau, aber sollen wir nicht erstmal unsere Gäste begrüßen, wie sie das gemacht haben? Das mach du. Ganz genau. 3 Jahre Ulis Gang am 19. November vor 3 Jahren. Der erste Auftritt von Ulis Gang in Berlin, das war nach Uli, Palina und Toni. Mittlerweile ist die Familie wesentlich größer geworden. Und eins muss ich ganz deutlich sagen, wir als Gang, dann ziehen wir Uli mal eng raus, wir alle, die stehen außer Uli, sind ohne Uli gar nichts. Und Uli ist unser Bandleader, der macht unsere Lieder, der schreibt sie, komponiert sie mit Blacky zusammen und macht alles das, was uns Spaß macht, nämlich Musik. Und wir alle sollten Uli einen Applaus geben, den er verdient hat. Applaus für Uli! Er mag es nicht, aber er hat es verdient, das ist für alle. 3 Jahre Uli's Gang, wir haben euch eingeladen, wir sind hier. Und nur für euch werden wir jetzt 3 Stunden Vollgas geben, denn ihr seid das, was wir am meisten brauchen. Unsere Fans, Freunde, Verwandte, alles, was dazugehört, ihr seid die Größten. Wir verneigen uns vor euch! Jawohl! So, da sind wir natürlich wertvolle Band. Ein Lied über unsere Nachbarstadt, über Soltau, über Schneeberding, wo die mich das Lied trauen. Genau, Soltau ist so hässlich. Nein! Sind Sie Soltauer anwesend? Nein, ne? Also ist Soltau hässlich. Nein, keine aus Soltau. Los geht's mit einem Liebeslied für Soltau. Ist lauter die Musik? Ein sehr trauriger Text übrigens über unsere Nachbarstadt. Ich hab die Essen nicht ausgesucht, doch jedes Hotel war ausgebucht. So schlief ich im November mal in Soltau. Die Nacht war kalt, der Sturm schwer, die Innenstadt so tot und leer, und ich war ganz allein, allein in Soltau. Ja, wenn das mein Zuhause wär, dann nehme ich ein Schießgewehr und spiel damit ein Liebeslied für Soltau. Wo sind denn all die Leute hin? Ab 19 Uhr sind alle drin. Ein Liebeslied für Soltau. Man sagt ein Mal, er war verwirrt, hat sich einst durch den Ziel in diese Stadt verirrt und strandete in Sichtweite von Soltau. Und wenn man andere zurück ins Wasser rollt, da hat er sich ganz schnell von allein getrollt. Nur weg von hier, nur weg von hier, von Soltau. Ja, wenn das mein Zuhause wär, dann nehme ich ein Schießgewehr und spiel damit ein Liebeslied für Soltau. Seit 1000 Jahren gibt's Zivilisation. Wie kann man nur in Soltau wohnen? Ein Liebeslied für Soltau. Solltest du ein Mafiosi sein,
im Soltau. Doch wenn du erstmal angekommen bist, dann fragst du dich gewiss, ob es nicht besser ist, nach Alcatraz zu gehen, anstatt nach Soltau. Ja, wenn das mein Zuhause wär, dann nehme ich ein Schießgewehr und spiel damit ein Liebeslied für Soltau. Die Zugvögel, die haben Glück, die fliegen bis nach Afrika, die kommen nie zurück und zwitschern dort ein Liebeslied für Soltau. So, jetzt kommt das berühmte Solo. Warst du schon mal in Soltau überhaupt? Ja klar. Ich? Glaube ich dir nicht. Das sagt sie nur so, ne? Ich hoffe, ihr seid wirklich keine Soltauer, sonst kriegen wir wieder richtig Ärger. Die Heide-Zeitung, die hat ja früher berichtet und die kommt aus Soltau. Oh oh. Aber das Schöne ist, Soltau wird über uns reden. Ja, jetzt nochmal. Pass auf. Achtung. Genau. Und alle. Ja, wenn das mein Zuhause wäre, dann nehme ich ein Schießgewehr und spiele damit ein Liebeslied für Soltau. Wir wollen ja nicht gehässig sein, im Sommer mag's hier schöner sein. Ein Liebeslied für Soltau. So, liebe Freunde, ich hab hier einen Zettel gekriegt, also ich möchte mich mal entschuldigen. Wer genau ist denn jetzt der Bürgermeister von Soltau eigentlich? Der Bürgermeister von Soltau ist hier, habe ich gerade gehört. Also das sollte eigentlich Pferden heißen, das Lied, oder? Stimmt, genau. Die kam aus Soltau. Ich aber, weiß nicht, wer der Bürgermeister ist. Er gibt es immer zu erkennen. Eigentlich muss er eine Runde schmeißen, das weiß er, weil wir für Soltau ein Lied gemacht haben. Ja. Aber wir werden ihn finden, garantiert. Oi, oi, oi. Der Bürgermeister von Soltau ist wir hier. Wir finden alle. Dank. Okay, nun ist ja die Bürgermeisterin von Schneeberdingen nicht hier und deswegen machen wir Lied über Schneeberdingen. Los geht's, Schneeberdingen! Über unsere Stadt ein Lied, bevor es richtig losgeht. Ich fahr mit meinem Wagen und die Dämmerung beginnt. Yeah.
das war die Hymne für Schneebedding. Und jetzt geht's eigentlich... quasi unsere Pflichthymne, die wir bringen müssen. Das sollte auch Frau Bürgermeister, Herr Bürgermeister, ich weiß nicht, wer das jetzt ist. Herr Bürgermeister, glaube ich. Dann für euch hier alle aus Schneebedding. Und jetzt starten wir richtig durch. Jetzt kommt einmal, jetzt beginnt die Fernsehaufzeichnung. Ich bitte einmal die Moderatorin Melanie May zu mir nach vorne. Melanie May. 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 Melanie May. Genau. Der Applaus. Ja, einen schönen Abend hier. Heute Abend, liebe Gäste, heute 3 Jahre Ulis Gang. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf mit meinem Team, mit meinem Kamerateam. Herbert von Glahn von Radio Visa TV, die Musiktour TV. Wie gesagt, ist heute Abend live dabei. Ja, ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend. Und Uli, komm doch mal ganz kurz her. Wo ist denn das Schwein? Hier sind so viele Schweine, aber mein Schwein ist weg. Ah, da. Bitte. Oh. Ah. Ja, ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Hier vom Radio Visa TV, von der Musiktour TV. Das habe ich noch, du, das letzte Schwein aus meinem Keller, das habe ich dir mitgebracht. Hat ein Baby gekriegt, ja, wunderschön. Für Schweine sind wir irgendwie bekannt, für schweinische Sachen, oder? Nein, für schweinisches Glück. Für schweinisches Glück. Vielen Dank, Melanie. Nein, falsch, auch für schweinische Sachen, wir sind alles Bauern und wir lieben so Schweine. So sieht's aus. Ganz genau. Melanie, schön, dass du da bist. Okay. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend für uns aufzeichnet. Und jetzt gehen wir Vollgas. Dich sehen, hören wir nachher auch nochmal. Natürlich. Perfekt gemacht. Melanie, okay. Wir starten jetzt. Uli, okay, mit der Schweine und der Ecke, das kennen. Uli. Und jetzt beginnt also die Fernsehaufzeichnung in dieser Sekunde, stimmt's? Genau, und jetzt beginnt das offizielle Konzert. Und du fängst an. Ganz genau. Liebe Freunde, liebe Fans, Verwandte, Bekannte aus unserer ganzen Republik, herzlich willkommen hier auf der Geburtstagsparty von Ulis Gang. Wir sind 3 Jahre alt geworden, das heißt 3 Jahre gibt es Ulis Gang. Wir sind ziemlich weit oben und wollten das hier in unserer Heimatstadt in Schneebedding mit euch feiern, mit Ihnen feiern. Und das ist eine ganz tolle Sache, denn wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir heute Abend hier in Schneebedding sind, im La Habana heißt das, glaube ich, genau, La Habana, im Laden, wo wir groß geworden sind, wo wir irgendwann beenden in 10, 20 Jahren mit Rollator, allem drum und dran. Und wir haben heute Abend hier für 3 Stunden ein Konzert der Superlative nur für euch, für sie, hier geplant in Schneebedding. Und wir sind, wie es bekannt ist, kommen wir alle aus einer Gegend, die von Flensburg bis Kassel Norddeutschland ist. Und das ist das, was wir hier rüberbringen wollen. Der Bauernpop wurde in Schneebedding erfunden, denn unten Uli hat alle Songs, die wir haben, selbst geschrieben. Und irgendwann hat er gesagt, wir Bauern, das will er jetzt selbst erzählen, Uli, Uli, dann, okay, und diese Frau hier neben uns ist ziemlich die schärfste Frau im ganzen Dorf. Alle wollen gern mal, keiner darf, außer wir, egal. Sie hat aber einen ganz, ganz großen Fan. Quatsch, die ist Fan von einem Mann, der heißt? Roland Kaiser. Sie ist Fan von Roland Kaiser, das wir alle nicht verstehen können, aber wie Uli hat gesagt, da war ein Lied von. Und hier ist Ulis Gang mit Roland Kaiser. Lieber Kameramann, Herr Kameramann, können wir das bis zum Anfang des Liedes schneiden, dass wir den Part weglassen, fangen wir mit der Musik neu an. Prost, jetzt haben wir gerade sein Bier. Kameramann, der trinkt, hat auch nicht überall. Sehr gut, zum Wohle. Können wir schneiden. Nur, dass ihr es wisst, das ist eine Aufzeichnung fürs Fernsehen, deswegen müssen wir nochmal wieder live rein. Live. Wie findest du das? Ich höre doch nicht mal hin. Immer
Düsseldorf, Hannover mich immer, ne? Ach, genau, die gleiche Strecke wieder. Ja. Nee. Ach nee. Anders? Ich auch anders wie hier in der Tasche. Das ist ja ganz das, was durcheinander rutscht. So.